Konnichiwa, ihr besten Menschen der Welt, Zeit für eine neue Folge Nibaka. In der Halloween-Zeit befinden, haben wir uns diese Woche voll und ganz den Geistern und Untoten verschrieben. Heute stellen wir euch deshalb 11 Animes vor, die ihr euch während der dämonischen Tage nicht entgehen lassen solltet. Die Frage, was uns nach dem Tod erwartet, beschäftigt die Menschen seit Anbeginn der Zeit. Glücklicherweise wissen wir seit einigen Jahren mehr. Wenn du tot bist, kämpfst du gegen Außerirdische mit einem Lauchfetisch. Problem gelöst, Religionen können abgeschafft werden. Die schaurige Geschichte um Kei Kurono und Masaru Kato gehört gleich aus mehreren Gründen zum gruseligsten, was uns in der Anime-Landschaft so über den Weg läuft. Tod, Gewalt, psychische und physische Qualen und dieses Gefühl, ausgeliefert zu sein. Heraus kommt eine düstere Atmosphäre, die einfach nur unheimlich ist, sowohl für den Protagonisten als auch für uns Zuschauer. Sotoba ist ein kleines, stilles japanisches Dörfchen, in dem sich jeder kennt. Eigentlich ein Fleck Erde, von dem keine Gefahr ausgeht, doch irgendwie kommt natürlich alles anders. Bald schon vermehren sich mysteriöse Morde, die das Dorf in Atem halten. Wie sich später herausstellt, sind es Vampire, die für die Mordserie verantwortlich sind. Spannend wird Chiki jedoch vor allem durch die moralischen Zwickmühlen, denen sich die Charaktere konfrontiert sehen, denn kleiner Hinweis, manch ein Todgeglaubter kehrt zurück, wenn auch etwas verändert. Warum Elfenlied bei den gruseligsten Animes nicht fehlen darf? Tja, nirgendwo fliegen die Körperteile und Eingeweide so schön wie hier. Doch der Horror von Elfenlied geht noch einige Ebenen tiefer. Die Kloni, menschliche Wesen mit Hörnern und unsichtbaren Armen, bedrohen die Menschheit. Sie sind aggressiv, überaus mächtig und kein Gegner, mit dem man sich gerne anlegen will. Eines Tages findet der Student Kota gemeinsam mit seiner Jugendfreundin Yuka am Strand die mysteriöse junge Frau Niu, welche Hörner am Kopf hat. Zunächst liebenswert und auf dem geistigen Stand eines Kindes zeigt sich jedoch schnell, dass Niu mehr als nur eine Persönlichkeit in sich trägt und von Zeit zu Zeit zur kaltblütigen Killerin Lucy wird. Elfenlied entfesselt im Verlauf der Serie einen packenden Mix aus Psycho, Thriller, Splatterfilm und Drama und gehört zum absoluten Pflichtprogramm für Anime- und Horrorfans. Angel's Egg ist kein klassischer Horror-Anime, bietet jedoch eine bedrückende und verstörende, wenn auch gleich beeindruckende Atmosphäre. Wem der Zeichenstil bekannt vorkommt, dürfte sicher das ein oder andere Final Fantasy gespielt haben. Art Director in Angel's Egg war nämlich niemand geringerer als Yoshitaka Amano, der seit dem ersten Teil Character Design und Cover Artworks beisteuert. Bäm! 1999, nukleare Katastrophe, alles in Trümmern. 10.000 Jahre später kämpft der Dampir die gegen Vampire, Mutanten und Dämonen, die es auf die Menschheit abgesehen haben. Einer der coolsten Charaktere unter der Sonne, gemischt mit viel Gewalt, absurden Fähigkeiten zwischen Technik und Magie und eine trostlose Atmosphäre, die gleichermaßen beängstigend und irgendwie trübsinnig stimmt. Ekelhafte Kreaturen und menschliche Gesichter in der Hand inklusive. Vampire Hunter D ist Horror vom Feinsten. Da fällt mir ein. Wer würde eurer Meinung nach im Kampf die gegen Alucard die Nase vorn haben? Ist das jetzt nun Fanservice oder Horror? Fakt ist, hier geht's blutig zur Sache und das nicht zu wenig. Naja, und es gibt jede Menge wackelnder Brüste zu sehen. Ach, klärt doch unter euch aus, was High School of the Dead nun ist. Uns jedenfalls hat das damals noch frisch wirkende Zombie-Apokalypsen-Setting sehr gefallen. Und das Opening von Kishida Kyodan and the Akeboshi Rockets kann sich auch hören lassen. Wer nichts gegen ein bisschen edgy hat und auf Zombies abfährt, dürfte mit High School of the Dead gut unterhalten sein. Higurashi no Naku Koroni hat im Prinzip schon alle Medien durchlaufen, egal ob Spiel, Manga, Light Novel, Anime, Live-Action-Film oder was weiß ich nicht noch alles. Aus gutem Grund, denn die Mystery-Thriller-Krimi-Geschichte um Keiji und seine Freunde hat es in sich. Eine grauenvolle Mordserie lässt das idyllische Dörfchen Hinamisawa seit Jahren nicht zur Ruhe kommen. Und jedes Jahr zum Zeitpunkt eines Festes kommt ein weiterer Mord hinzu. Zufall? Never! Und so versucht Keiji mehr über die Ereignisse in Erfahrung zu bringen. Berserk ist eigentlich so etwas wie das japanische Game of Thrones. Jeder Charakter kann auf brutalste Art das Zeitliche segnen und in dieser unwirklichen Welt leben will eigentlich auch keiner. Krieg und Intrigen spielen ebenso eine wichtige Rolle. Uns würde es jedenfalls nicht wundern, wenn sich George R.R. Martin und Mangaka Kentaro Miyaru mittags zum wöchentlichen Kaffeeplausch treffen, um sich über die Ahnungslosigkeit ihrer Leser lustig zu machen. Berserk hat aber auch seine Horrormomente, wenn es gilt, gegen Monster und Dämonen in die Schlacht zu ziehen. Richtig angetan hat es uns ja Corpse Party Tortured Souls. Nachdem ein paar neugierige Jugendliche das berüchtigte Sachiko Ever After Ritual durchführen, gelangen sie in eine Paralleldimension, die sie mit den düsteren Vergangenheit der Heavenly Host Elementary School konfrontiert.
auch Corpse Party wartet mit mächtig viel Gore auf und überzeugt mit seinem verranzten Geisterschul-Setting. Ans Herz legen können wir euch außerdem das PSP-Spiel, das dem Anime als Vorlage diente. Atmosphärisch geht es auch gleich weiter mit Another. Hier dreht sich alles um den 15-jährigen Koichi Sakakibara, der das Pech hat, in eine verfluchte Schulklasse vermittelt zu werden. Jedes Jahr in der 9C ereignen sich um die Schüler merkwürdige Ereignisse, die entweder zum Tod einzelner Schüler oder derer Bekannten oder Familienangehörigen führen. Nur dieses Jahr wütet der Fluch ganz besonders stark und schnappt sich einen Klassenkameraden nach dem anderen. Ein Must-Watch für Horrorfreunde. Kennt ihr noch andere gruselige Animes? Dann teilt euer Wissen doch in den Kommentaren. Wir freuen uns auf eure Serientipps. Wenn euch gefallen hat, was ihr gesehen habt, dann werft doch einen Blick auf unsere anderen Videos. Unten links findet ihr die gruseligsten Charaktere in harmlosen Spielen. Gleich daneben findet ihr die 5 fettesten Zombies. Wir sagen jetzt tschö, haltet euch sauber.